Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop, Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen die Horoskopen anders. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Anja Ra, ich grüße dich. Das ist dein Jahreshoroskop. Im Hintergrund hörst du sicherlich diese Geräusche, das ist die Bewässerung draußen im Garten. Aber ich hoffe, das stört nicht. Das Bild, was du hier siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Und das zeigt den Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und das ist einzigartig. Und das ist dein Seelenplan. Diese Lebensbereiche, wo Energie fließt, sind die wichtigsten Lebensbereiche in dein Leben. Das ist deine Persönlichkeit, die Werte und Finanzen. Dann bestehen die Prüfungen des Lebens, Alltag, Arbeit, Gesundheit, Partnerschaft, Loslassen und auch Finanzen, Reisen, Ausland, Bildung, Spiritualität und deine Wünsche und Freundschaften. Wie ich schon sagte, in diesem Bild ändert sich nichts. Was sich aber ändert, das bist du. Du bewegst dich in dein Leben in 7 Jahren Perioden. Alle 7 Jahre sind anderen Themen wichtig und auch anderen Einflüsse hast von außen. Du bewegst dich gerade, befindest du dich gerade im Stierperiode. Das heißt, du lernst die Ruhe bewahren. Du lernst das Leben genießen. Dann um die Finanzen kümmern. Etwas in Sicherheit, Stabilität bringen. Oder hast du diese Bedürfnisse, das auch mal leben, aber nicht festhalten wollen. Nicht nur du bewegst dich im Leben, sondern Sonne, Mond und die Planeten auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Bei Sonnenbewegung ist etwas anderes, weil die Bewegung macht eigentlich unserem Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Wir sprechen auch über Sonnenbewegung. Und diese Bewegung nennt man Transit und das löst etwas aus im Horoskop und ich starte Mai 2019. Anfang Mai bewegt sich Sonne im Widder, dann übergeht im Stier, aber ich setze Sonne noch im Widder und das sei die Monatsthema und das ist entweder Neuanfang, das ist Widderenergie oder Liebe Partnerschaft und das ist die 7. Lebensbereich. Also ich setze Sonne hier zum Widder. Uranus bewegt sich auch hier im Widder. Uranus bringt hier Umbrüche, Veränderungen und nach indischen Berechnung bewegt sich Uranus noch einigen Jahren hier und so ändert sich etwas bei dir in die Liebe Partnerschaft. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Oder mit Mars-Energie können wir uns durchsetzen. Mars bewegt sich im Stier. Und wenn das um Kraft geht, dann ist wichtig zur Zeit die Ruhe bewahren, weil in Ruhe liegt die Kraft.
oder deine Kraft einsetzen um das Besitz und um das Finanzen. Mars ist eine männliche Energie. Im Geburtshoroskop ist das der Mann, der Partner. Aber bei diesem Transitbewegung heißt es nicht unbedingt, der Partner kann natürlich auch sein, gar keine Frage, aber kann auch andere männliche Personen sein, wie eine Beamte, ein guter Freund, ein netter Nachbar oder jemand von Familie. Mars bewegt sich im Stier. Ich setze Mars zum Stier. Ich nehme jetzt die Mondknoten raus, beides, weil das brauche ich. Ich habe keine zweite Karte. Also die beiden Mondknoten bewegen sie sich auch. Deswegen brauche ich die Karten dazu. Rahu ist der Drachenkopf und das, was die Seele braucht, was die Seele sucht, die Suche nach etwas. Und dieser Drachenkopf bewegt sich dieses Jahr und 2020 auch noch in Zwillinge. Und da machst du gerade Lebenserfahrungen, weil deine Seele braucht es. Und das sind Ausland, Auslandskontakte, Bildung oder Spiritualität oder religiösen Themen. Jupiter vergrößert etwas, ist aber gerade rückläufig und zeigt diese Zurückhaltung. Es ist schwierig, jetzt etwas vermehren oder vergrößern. Hat auch einen Sinn, weil das zeigt Nachdenklichkeit oder Themen von Vergangenheit. Manchmal hat diese Rückläufigkeit mit karmischen Themen was zu tun. Jupiter ist in Skorpion und hat einen Einfluss auf deine Gefühle, auf die Werte und auf die Finanzen. Bei dieser Rückläufigkeit ist wichtig, zurzeit eher das Geld zurückhalten und nichts übertreiben, auch nicht viel investieren. Und wenn Jupiter dann die Richtung ändert, dann hast du hier auch Glück und dann bewegt sich etwas. Aber nicht in dieser rückläufigen Phase. Saturn ist der Planet der Schicksal, hütet den Karma, belehrt uns. Und Saturn bewegt sich im Schütze. Und das ist die Schule des Lebens. Saturn ist rückläufig. Das hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Pluto bewegt sich auch hier. Pluto gibt dir die inneren Kraft, alles oder nichts, auf dem Wesentlichen konzentrieren. Das kann natürlich auch die Ziele, deine Wünsche sein oder Richtung Ausland orientieren. Und hier befindet sich auch Ketu, die absteigende Mondknoten und aktiviert Vergangenheit, all das, was im früheren Leben passierte. Interessant ist, dass Saturn und Pluto befindet sich zurzeit exakt auf diesem Knoten. Also aktiviert karmische Themen. Ketu bewegt sich ganzes Jahr und 2020 auch noch hier im Schütze. Neptun lässt die Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Das hat mit Kindern was zu tun oder mit Lebensfreude, Kreativität. Merkur und Venus ist im Fischen. Bei Merkur Einfluss handelt sich um Handlungen oder Terminen oder Verträgen oder Gesprächen. Venus Einfluss zeigt Kreativität, Harmonie oder etwas in Harmonie zu bringen. Venus hat immer mit schönen Dingen was zu tun. Venus ist auch die Liebesplanet, aktiviert auch Thema Liebe. Im Geburtshoroskop zeigt deine eigene Weiblichkeit. Hier bei dieser Bewegung kann auch einen anderen
weiblichen Person sein oder mehreren Frauen. Und das erlebst du im Alltag, im Arbeit, hier sind die Gespräche, Verträge, Termine. Kann auch ein Termin sein bei Frauenarzt. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock. Halbmond ist immer Spannung. Wo erlebst du das? Entweder wenn du Ziele hast und neigst dazu, das aufzugeben, oder zu Hause. Juni. Venus ist im Widder, das heißt, dieser Liebesplanet aktiviert Thema Partnerschaft. Auch ein Wiederkehr von Venus, weil du hast im Geburtshoroskop auch Venus hier im Widder. Sonne und Merkur ist im Stier, Monatsthema ist Besitz, Lebensfreude, Ruhe, das Leben zu genießen und die Wandlung, Transformation, eventuell ämtlichen Terminen, was mit Finanzen was zu tun hat. Entweder Finanzamt oder Versicherungen oder Banken. Das kann diese Merkur-Energie auslösen oder Erbschaft und handelt sich um Terminen oder Verträgen. Und Mars hast du hier in den Zwillingen. Das kann bedeuten, dass du hier deine Kraft einsetzt oder hast du Kontakt mit einer männlichen Person im Ausland. 22. Juni ist Neptun rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet, dass das nicht so vorangeht, wie wir das wünschen. Hat auch einen Sinn, weil dann zeigt, es ist noch nicht der richtige Augenblick zum Handeln. Oder sollen wir noch etwas überprüfen? Rückläufigkeit hat oft Verbindung zum Vergangenheit. Entweder Erinnerungen oder Kontakte von Vergangenheit. Manchmal sind es karmische Themen. Und hier ist Neptun rückläufig und das heißt Erinnerungen an die Kindheit. 3. Juni ist Neumond im Stier. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Das sind Stierthemen, entweder die Ruhe bewahren oder nachdenklich zu sein über Besitz, Finanzen. 10. Juni ist Halbmond im Löwe, das ist hier. Und dieser Halbmond bedeutet Spannung. Entweder hast du Wünsche, Hoffnungen und diesem Tag zweifelst daran oder Spannung im Freundeskreis. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion und beleuchtet, Vollmond beleuchtet etwas und sollte man da hinschauen. Es sind Skorpion-Themen, das ist die Erneuerungsprozesse, auf die Gefühle achten, auf die Werte und Finanzen. Und 25. Juni ist Halbmond in Fischen und das ist Spannung und das erlebst du hier im Alltag oder im Arbeit. Juli. Sonne und Venus ist in Zwillingen und das heißt, Monatsthema ist Reisen oder Spiritualität. Und hier entweder Liebe im Ausland oder Liebe auf einer Reise oder hast du Kontakte mit einer weiblichen Person von Ausland oder in spirituellen Richtung. Mars und Merkur ist im Krebs.
Und das heißt, entweder behauptest dich und zeigst du Kraft und verlangst du Respekt und Ansehen und Anerkennung. Und hier handelt es sich auch mit Merkur-Energie um Handlungen und Gesprächen. Oder eine männliche Person führt mit dir Gesprächen und das handelt sich mit einer beruflichen Situation oder bekommst du Kompliment oder Respekt von diesem Mann. 8. Juli ist Merkur rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet bei Merkur-Einfluss, entweder kehrt jemand zurück von Vergangenheit und kommt eine Nachricht, oder du möchtest Termin ausmachen, einen Vertrag unterschreiben und da zögert sich etwas. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen, Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation, wohin geht die Reise? 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, das ist Spannung, Nervosität, das kann sein, dass von außen kommt. Und hier im Jungfrau, im 12. Lebensbereich bedeutet Rückzug, halt dich zurück. 16. Juli ist Vollmond im Schütze, gleichzeitig Mondfinsternis. Und das hat immer mit karmischen Themen was zu tun. Und das erlebst du hier im 3. Lebensbereich mit Schütze-Energie. Und Vollmond heißt, es wird beleuchtet, aber kommt vieles von in Oberfläche von Vergangenheit. Oft sind das Erinnerungen oder karmischen Themen. 25. Juli ist Halbmond im Fischen, Spannung in Alltag oder Arbeit. August. Merkur ist in Zwillingen und das kann bedeuten etwas Neues lernen oder Bildung oder Kontakte, Gespräche über eine Reise oder Nachricht von Ausland oder Fremdsprache. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Monatsthema ist Anerkennung, Öffentlichkeit, Zielerreichung, Berufung. Bei Mars, Venus kann auch die Liebe sein, das sind die beiden Liebesplaneten. 12. August wird Jupiter direktläufig und hier bewegt sich etwas in Finanzen. Dreht sich genau in andere Richtung und hast du auch Glück, weil Jupiter vermehrt etwas. 12. August wird Uranus rückläufig. Uranus hier im Widder und diese Rückläufigkeit kann bedeuten, hier in die Liebe, Partnerschaft, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit oder kommen Erinnerungen. 1. August ist Neumond im Krebs und das bedeutet Rückzug. Zieh dich von der Öffentlichkeit zurück. 7. August ist Halbmond im Waage. Das betrifft dein Auftreten, deine Persönlichkeit. Bei diesem Halbmond natürlich Unsicherheit. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Thema Zielerreichung wird beleuchtet. Das ist Steinbock-Thema. Steinbock zeigt, wie man Ziele erreicht. Also das kann die Thema sein oder deine Wohnsituation. 23. August ist Halbmond im Widder, Spannung in Partnerschaft. Oder kann auch bedeuten, dass du bist unsicher über diese Liebe. 30. August ist Neumond im Löwe. Und wird von Regulus bestrahlt.
Regulus ist ein königlicher Stern, das ist die Herz der Löwen. Dieser Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation über dein Herzensangelegenheit. September. Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist im Löwe. Die Themen sind deine Wünsche, Sehnsüchte und Freundschaften. 19. September wird Saturn direkt läufig. Und das hat schon eine große Bedeutung, weil Saturn beeinflusst unserem Schicksal. Und solange bis rückläufig ist, bremst noch etwas. Oder haben wir Themen von Vergangenheit? Und ab 19. September dreht sich alles, ändert sich die Richtung. Das heißt, dreht sich etwas in unserem Schicksal. Und das erlebst du hier, entweder bei Schützenthemen, das ist Reisen oder eine Neuorientierung, oder im dritten Lebensbereich, wo du dich behaupten kannst gegen deinen Konkurrenten oder bei der Familie, weil das sind auch familiäre Verbindungen. 6. September ist Halbmond in Skorpion. Spannung betrifft die Werte und Finanzen. Achte auf dein Geld. 14. September ist Vollmond im Wassermann. Thema Kinder oder Lebensfreude, das wird beleuchtet. Das heißt, genau da hinschauen. 22. September ist Halbmond im Stier. Das kann hier auslösen, dass du sollst was loslassen und du neigst dazu, das festzuhalten. 28. September ist Neumond im Löwe. Rückzug, Nachdenklichkeit über deine Wünsche und über Freundschaften. Oktober. Sonne, Mars, Venus ist im Jungfrau. Hier sind die Geheimnisse. Bei Mars, Venus handelt sich um die Liebe. Und das soll im Geheimen bleiben. Aber die Sonne bringt das ins Licht. Das heißt, wenn du hier Geheimnisse hast, dann sollst du eher schweigen. Merkur ist im Waage. Das zeigt deine jugendliche Ausstrahlung oder dass du viele Gespräche hast und viel Kontakte. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Das ist Spannung hier in diesem Bereich, wo das um Bildung geht, Prüfungen oder die Verbindung zum Verwandten oder Austausch von Informationen, Medien. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen. Thema Alltag, Arbeit, Gesundheit wird hier beleuchtet. Man sollte genau da hinschauen. 21. Oktober ist Halbmond in den Zwillingen. Spannung auf Reisen oder Prüfungen kann auch Glaubenssätze sein, wo man anfängt daran zu zweifeln, mindestens mal an diesem Tag. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau und das ist hier Rückzug. November. Mars bleibt noch im Jungfrau und das kann bedeuten, dass du kraftlos fühlst und ist wichtig, dass du zurückziehst, bewahrst die Ruhe, im Ruhe liegt die Kraft oder bestimmte Geheimnisse über einen männlichen Person oder dass dieser Mann erzählt seine Geheimnisse. Hier im 12. Lebensbereich sind auch die geheime Feinde und Mars kann auch bedeuten, dass du dich durchsetzen sollst. Sonne ist im Waage, Monatsthema ist die Waage-Themen wie Gerechtigkeit, inneren Gleichgewicht, Kunst, Kreativität, Partnerschaft und hier bei Aszendent natürlich auch deine Persönlichkeit. Und Merkur, Venus ist im Skorpion.
Hier handelt es sich um Werten und Finanzen, kann bedeuten, dass du hier einen Vertrag unterschreibst oder Geld ausgibst für schöne Dinge oder bist kreativ und gestaltest etwas, verkaufst es, kommen die Handlungen und kommt Geld rein, kann auch bedeuten. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig, ab 21. November ist Merkur dann direktläufig. 28. November wird Neptun direktläufig und das hier, wo die Kreativität liegt. Und Neptun hat einen Bezug zu unseren Vorstellungen, Träume, Kreativität. Und hier ändert sich die Richtung, kannst deine Träume verwirklichen. Vorausgesetzt ist, du glaubst daran. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Hier ist eine gewisse Spannung, wenn das um Zielerreichung geht oder wenn um dein Zuhause geht. 12. November ist Vollmond im Widder. Thema Neuanfang oder Thema Partnerschaft wird beleuchtet. 19. November ist Halbmond im Krebs, hier ganz oben. Und das bedeutet, du hast das Gefühl, du bist übersehen. Du hast den Wunsch, wahrgenommen zu werden und da kommt diese Unruhe oder Unruhe in die Arbeit. 26. November ist Neumond im Waage und das hat mit deiner Persönlichkeit was zu tun, sei eher zurückhaltend. Dezember. Mars und Merkur ist im Waage. Das kann bedeuten, dass du in Bewegung bist und machst du Sport. Das wäre Mars-Energie. Und dann hast du diese jugendliche Ausstrahlung, das ist Merkur-Energie. Oder dass du wichtige Gespräche hast mit dieser männlichen Person. Kann auch bedeuten, dass du Gespräche hast und musst du dich hier behaupten, dich durchsetzen. Sonne ist im Skorpion, Monatsthemen sind Werte, Finanzen und Jupiter, Venus ist im Schütze. Jupiter bleibt dann ganzes Jahr im Schütze, Venus nicht so lange und hier hast du mehr Glück, da vermehrt sich etwas, das kann auch die Kontakte sein, die Austausch von Informationen oder Weisheit, etwas lernen und entweder du kannst dich behaupten als Frau gegen Rivalinnen zum Beispiel oder dass du hier Kontakte hast mit einer Frau. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann. Spannung mit Kindern oder Erinnerungen an eigene Kindheit und löst Unsicherheit aus. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Die Thema Besitz, Finanzen wird beleuchtet oder Ämtern, was mit Finanzen was zu tun hat. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, Spannung und das bedeutet, entweder hast du deine Wünsche und zweifelst daran oder hast du Spannung in Freundeskreis oder in einer Gruppe von Menschen, die gleichgesinnt sind wie eine Partei oder ein Verein. 26. Dezember ist Neumond im Schütze und das bedeutet, halte dich zurück oder sei nachdenklich über Prüfungen oder Schulungen oder die Kontakt zum Verwandten. Januar 2020. Mars ist im Skorpion und das kann bedeuten, dass du dich einsetzen musst und es handelt sich um deine Werte und, oder um die Finanzen. Oder hast du Kontakt mit einer männlichen Person und das beeinflusst deine Finanzen oder bekommst du Wertschätzung von diesem Mann. Sonne und Merkur ist im Schütze, Monatsthema ist Bildung. Austausch von Informationen, Merkur vermehrt auch die Gespräche und Kontakte
und Venus ist im Steinbock und das heißt, du verschönerst etwas zu Hause. Februar. Sonne ist im Steinbock, Monatsthema ist dein Zuhause und Venus, Merkur ist im Wassermann. Gesprächen mit Kindern oder Lebensfreude mit Venus-Energie kann auch die Liebe sein, das zu genießen. Und März 2020. Saturn und Pluto verlässt die Schütze und übergeht im Steinbock und die bleiben ziemlich lang im Steinbock und hat einen Einfluss auf deine Wohnsituation. Das kann sogar Umzug sein. Sonne und Merkur ist im Wassermann. Thema ist Kinder. Oder Lebensfreude. Hier sind auch Gespräche. Merkur lässt auch erinnern an die eigenen Kindheit, weil Merkur herrscht über die Zeit, Kindheit und Jugend. Oder Kontakte zum Kindern, aber auch Lebensfreude. Venus ist im Widder und Mars ist im Schütze. Mars hier im Schütze bedeutet, hier kannst du dich behaupten und du sollst dich auch behaupten oder hast du Verbindung zu einer männlichen Person, entweder von Ausland oder vom Verwandten. Und Venus ist im Widder und hat einen Einfluss auf die Liebe, Partnerschaft. April 2020. Venus übergeht im Stier und das bedeutet, die Liebe genießen, kann auch Thema Sexualität auch auslösen. Mars übergeht im Steinbock, das heißt, entweder du setzt deine Kraft ein und veränderst etwas zu Hause, oder kommt eine männliche Person und hat mit deinem Haus oder Wohnung was zu tun. Das kann auch ein Handwerker sein. Und Sonne, Merkur ist in Fischen. Monatsthema ist dein Alltag und Arbeit und Gesundheit. Und Merkur löst aus, dass du hier Gespräche hast oder Termine oder Vertrag, wie zum Beispiel Arbeitsvertrag. Oder Arzttermin, so etwas löst diese Merkurbewegung aus. Liebe Aniara, so könnte ich dein Jahr beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.